Saskia Esken und Norbert Walter Borjans sind nun auch offiziell die neuen Vorsitzenden der SPD. Esken erhält auf dem Bundesparteitag in Berlin 75,9% der Stimmen, Walter Borjans 89,2%. Damit steht erstmals ein Duo aus einer Frau und einem Mann an der Spitze der Sozialdemokraten. Bei ihren Reden rufen beide zu einer Erneuerung der Partei auf. Mit einer solchen standhaft sozialdemokratischen Politik will ich gemeinsam mit euch allen, gemeinsam mit Norbert Walter Borjans, die SPD zu neuer Kraft führen. Die SPD soll wieder die soziale Bewegung für die vielen sein. Eine Bewegung, die sich den Weg erarbeitet, die den Weg weist in die neue Zeit. Walter Borjans und Esken hatten sich in einer Mitgliederbefragung gegen eine Vielzahl von Konkurrenten durchgesetzt. Dabei hatten sich die beiden als Kritiker der Großen Koalition profiliert. Sie wollen nun in mehreren Punkten Gespräche mit der Union führen.